Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Händlerrezept für Path of Exile. Am spannendsten finde ich immer die Händlerrezepte, wo man am Ende eine Sphäre bekommt. Und ich zeige euch in diesem Händlerrezept, wie man eine Aufwertungssphäre bekommt. Das ist dann interessant oder ganz besonders interessant. Ich sag mal, ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht deswegen machen, weil es doch ein bisschen aufwendiger ist. Zeige ich euch ja auch gleich. Aber ganz interessant ist das gerade für die Ligen, weil bei den Aufgaben der Liga ganz oft die Händlerrezepte gefordert sind, dass ihr sie einmal ausführen müsst. Und gerade dieses Ding hier, das ist auch was, was man nicht unbedingt weiß. Also, ich werde es euch jetzt einfach mal zeigen. Wenn ihr beim Händler drei Gegenstände verkauft, die identisch sind, das heißt, es müssen dann drei Eisenringe sein, es können auch dreimal die gleichen Handschuhe sein, dreimal die gleiche Körperrüstung, dreimal der gleiche Ring oder dreimal der gleiche Helm. Wichtig ist nur, es muss ein dasselbe Item sein und zwar in den drei unterschiedlichen Qualitätsstufen. Weißes Item, also ein Ring in Weiß in diesem Beispiel. Ein blaues Item, also ein Eisenring in Blau, also magisch. Und ein goldener Ring, hier in dem Fall dann die seltene Ausführung des Eisenrings. Und wenn ihr diese drei Items dann beim Händler reinlegt, dann bekommt ihr dafür die Aufwertungssphäre. Wie gesagt, merkt euch das, wegen der Aufwertungssphäre würde ich es nicht machen. Merkt euch das, denn das braucht ihr, wenn ihr Aufgaben in den Herausforderungsligen erfüllen wollt. Nun ist das natürlich ziemlich aufwendig, das so zu suchen, und es ist ein Krampf, wenn man anfängt, das irgendwie suchen zu wollen. Deswegen gibt es hier einen ganz klitzekleinen Trick. Ihr besorgt euch, deswegen auch hier zum Beispiel das Beispiel mit den Ringen, ihr besorgt euch dafür einfach bei den Händlern drei weiße Items oder vielleicht könnt ihr auch ein blaues oder goldenes da kaufen. Die würde ich jetzt tatsächlich für diese Aufwertungssphäre nicht suchen wollen. Da seid ihr Tage, Wochen, Monate lang damit beschäftigt. Kauft euch einfach billige weiße Items für eine, was weiß ich, Identifikationsrolle bei den Händlern in der Stadt. Wenn ihr alle drei Stück zusammen habt, dann haut ihr da einmal im Prinzip eine Umwandlungssphäre und bei dem anderen Ring dann eine Sphäre der Alchemie drauf und schon habt ihr ein und dasselbe Item in diesen drei unterschiedlichen Qualitätsstufen: Standard, Magisch, Selten. Ja, das war's auch schon mit diesem Händlerrezept. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen, gerade vielleicht bei den Herausforderungsligen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Händlerrezept. By the divine authority of the Templar, you are hereby exiled to the forsaken shores of Reklast. You have transgressed against God and consorted with sin. Find your redemption, exile, or die in the attempt.